Nachdem ich die letzte ChatGPT-Challenge bravourös gemeistert habe... Ich hätte den nicht wegschmeißen sollen. Jo. Und? Nein, und der trifft mich in der Luft. Bäm, tot. Wieder ein blauer. Willst du mich komplett verarschen? Und der hat noch einen roten. Natürlich, ja. Können wir nur zum nächsten übergehen. Beende eine Strecke mit einem Rückstand von 10 Sekunden und gewinne trotzdem. Mit Yoshi in der Standardkarosserie, den Schwammreifen und Gleitschirm. Alright, let's go. Und natürlich wird einer von den beiden Excitebikes. Und dann noch auf 200 CCM, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Und der Leon hat 98.000 Punkte. Ja, sicher. Gutes Matchmaking, Nintendo. Gutes Matchmaking. Wupp, wupp. Alright, Stoppuhr ist ready. Ich werde sie starten, wenn der Timer natürlich auf 0 ist. Ich werde mich trotzdem ein bisschen bewegen, weil ich sonst, glaube ich, als AFK einfach rausgeschmissen werde. Und dann ist die Challenge einfach unmöglich. So, Stoppuhr läuft. 10 Sekunden. Wie viel sind 10 Sekunden? Wie einfach drei Leute den Start hier schon verkackt haben. Und letzte Sekunde. Let's go! Das Gute ist bei dieser Challenge, wenn du 10 Sekunden warten musst, kriegst du natürlich eigentlich immer gute Items. Können wir, glaube ich, hier gleich in der ersten Kurve einsetzen. Ach du Scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meiner Kart-Kombi liegt, an diesem Sponge-Reifen oder was. Aber das Drift-Verhalten von diesem Kart war jetzt in der ersten Kurve nicht ganz so geil. Oh, aber ich sehe gerade schon, guck mal, die sind schon in der zweiten Runde und wir sind noch nicht mal an die rangekommen. Müssen wir auf jeden Fall irgendwie mal was Gutes bekommen. So ein Blitz wäre richtig geil oder halt ein Kugelbilly. Let's go. Damit müssen wir jetzt noch mal ein bisschen nach vorne kommen. Der geht ja wohl zumindest 8 Sekunden. Ja, guck mal, schon mal 8. Platz, 7. Platz. Jetzt kriegen wir noch einen Super-Mega-Pilz. Oh, wenn wir jetzt noch ein Item bekommen. Mann, dieses Swift-Verhalten von diesem Kackding. Nein, guck mal, hätte ich ein Item bekommen, dann hätte ich das, dann hätte ich den locker verteidigen können. Und dann wäre ich jetzt auf dem zweiten Platz. Ja, guck mal, der erste wird sogar von dem blauen... Nee, wird er nicht. Er ist schon im Ziel drin. Okay, also dann wäre ich vielleicht zweiter geworden, wenn ich da die Itembox bekommen hätte. Tja. Aber vierter für die erste Runde war nicht so schlecht. Knochentrockene Dünen. Finde ich ganz gut, weil das können die meisten immer nicht. Let's go. And the winner is... Gruselwuselvilla? Luigi's Mansion? Wie heißt der denn hier? Kruse-Wuse-Villa, ne? Ja, genau. Und zum Glück auf 150 CCM. Das müsste ein bisschen angenehmer sein. Jetzt kann ich auch mal wirklich testen, ob diese Sponge-Reifen einfach nur behindert sind. Oder die Map eben einfach in 200 CCM nicht machbar ist mit dieser Combo. So, Stoppuhr läuft wieder. Alter, 10 Sekunden sind ganz schön lang. Also die kommen immer bis zur ersten Kurve so ungefähr. Aber kein Problem, kein Problem, kein Problem. Ich meine, wir sind ja... Wir kriegen auch immer einen Stern als erstes, ne? Wir sind der blaue Yoshi. Wir können hier die Abkürzung nehmen. Das ist natürlich auch schon mal geil. Aber guck mal, wie schnell wir schon rangekommen sind. Also entweder fahren die nicht so gut oder so ein Stern ist einfach mega OP als erstes Item. Vielleicht ist das ja eine Legit-Taktik, dass man einfach wartet. Vielleicht jetzt nicht 10 Sekunden, aber so 5 Sekunden. Und wenn man dann immer einen Stern am Anfang bekommt... Obwohl das, glaube ich, auch von der Distanz abhängig ist, ne? Weiß ich nicht. Hier können wir auf jeden Fall mega gut abkürzen mit den ganzen Pilzen. Und dann sollten wir schon mal nicht mehr letzter sein. Ja, geil. Nein, die Bombe. Oh, okay, das war knappi. Schon dritter. Nicht schlecht. Jetzt noch ein Pilz, das wäre der Oberwahnsinn. Ich glaube, dann könnten wir... Ja, dann könnten wir sogar auf den ersten Platz kommen. Okay, ich weiß nicht, warum der Rote mich nicht wollte, aber ich habe... Okay, der wollte mich dafür. Weiß ich nicht, ob ich die beiden Prinzessinnen da vorne noch einholen kann. Obwohl, Pauline ist gar keine Prinzessin, ne? Die... Was ist denn das eigentlich? Ich habe da, wo sie vorkommt, nicht gespielt. Ich weiß noch, wie sie heißt. Nee, ich... Ja, dritter wird das. Naja, immerhin schon mal einen Platz verbessert. Von vierten auf den dritten. Die Challenge ist nicht unmöglich. Oh, wir können wieder knochentrocken Dünen nehmen. Na, logisch. Vielleicht haben wir ja diesmal Glück. F-Zero. Ist natürlich eine Strecke, wo man die ganze Zeit Vollgas gibt. Wenn wir hier einen Stern oder so bekommen, bringt er uns nicht so viel. Let's go! Oh, da habe ich wohl vergessen, Gas zu geben. Upsili. 5, 6. Oh mein Gott, bitte lass mich los. 9 und let's go. Meine Güte. Okay, mal gucken, ob wir hier aufhören können. Wir können ja einfach gechillt erstmal unsere Münzen hier auf 10 bringen. Achso, by the way, alles Gute nachträglich zum Neujahr. I mean, ich bin noch in 2023. Diese Folge wird hier gerade an Silvester aufgenommen. Aber ihr, wenn diese Folge rauskommt, seid ihr... Wow. Wahrscheinlich schon in 2024. Könnt ihr mir ja sagen, wie es auf der anderen Seite ist. Schaffe ich diesen Shortcut? Nein. Natürlich muss der Pilz kurz davor aufhalten. Geile Scheiße. Und einen blauen Panzer. Ich glaube, wenn ich normal spiele, habe ich niemals einen blauen Panzer. Ich weiß gar nicht, wie dieses Gefühl ist, einen blauen Panzer nach vorne zu schmeißen. Ich weiß immer nur, wie es sich anfühlt, den abzubekommen. Aber ja, schreibt mir mal, wie 2024 für euch ist. Ich bin ja mal gespannt, was 2024 überhaupt für ein Jahr für mich sein wird. Weil 2022 war für mich irgendwie das Jahr des Abiturs. Da muss ich richtig viel für Abi machen, viel nachholen und ja, die Prüfungen etc. Zum Glück erfolgreich bestanden. Dann 2023 war das Jahr meiner Selbstständigkeit, dass da genug Geld reinkommt. Hat auch soweit... Okay, funktioniert. Okay, bist gut. Und jetzt 2024. Mal gucken, was das für ein Jahr wird. Das Jahr der guten Thumbnails vielleicht, weil der Cody mir da ganz viel hilft. Danke dafür, Cody. Aber guck mal, jetzt sind wir dran. Wir haben noch eine ganze Runde Zeit, um die Leute aufzuholen. Und was bekommen wir? Das unnützeste Item ever in dieser Map. Geil. Na komm, jetzt gib mir mal was Gutes. Yoshi braucht ein paar gute Items. Wir kriegen immer nur Scheiß-Items.
Okay, wir können zumindest hier die Abkürzung nehmen über dieses Feld, was absolut gar nichts bringt. Und die habe ich auch noch nach außen geschleudert. Und wir können hier noch die echte Abkürzung nehmen. Immerhin das könnte für den dritten Platz langen, wenn wir... Ja, okay. Wenn wir ein bisschen Glück haben, Leon hat uns geholfen. Aber über den dritten Platz kommt es nicht hinaus. Wir waren noch nicht mal Zweiter einmal, ne? Also, dass der Leon die ganze Zeit Erster und Zweiter ist, das wundert mich jetzt nicht bei 98.000 Punkten. Aber auch den müssen wir besiegen. Ich hoffe, der geht jetzt nicht raus, bevor ich diese Challenge nicht geschafft habe. Ist halt auch wieder so eine Strecke, wo Pilze und so nicht so der Oberbürner sind. Aber hübsch ist die Map, das muss man hier lassen, das stimmt schon. So, let's go! Da unten waren sie. Cute. Guck mal, hier kriegt man richtig tolle neue Eindrücke. Man hat jetzt die anderen Spieler gesehen unter einem, was man ja sonst niemals sehen würde. Wow, andere Blickwinkelwagen. Das ist mein Motto für 2024. Nee, aber ihr könnt ja mal sagen, ob ihr irgendwelche Vorsätze für 2024 habt oder habt ihr allgemein keinen... Das war so klar. Ich habe welche, allerdings sind die ein bisschen zu peinlich, um die hier zu nennen. Eventuell die 10.000 Abonnenten erreichen dieses Jahr, das wäre ganz toll. Oh, was... Ja! Hä? Boostet man sich, wenn man gegeneinander knallt? Ich will gegeneinander knuddeln mit anderen Yoshis. Funny. Da ist er wieder. Oh, aber ich bin ein Geist, sorry. Aber zählt halt gegeneinander knuddeln, oder? Aber wie oft hat er bitte einen Stern? Läuft bei ihm. Oh, wir sind schon mitten im Pulp drin. Das ist gut. Ich glaube, diese Map ist länger und das ist nämlich gut für diese Challenge, oder? Na, es sei denn, man fällt natürlich runter. Aber okay, alles klar. Von wegen im Pulp drin. Gleich wieder 12. Ah, ich hab's einfach gejinxt. Oh, wir haben einen Kugelwilli. Bewahre ich mir auf. Aber ich glaube, diese Map ist auch gar nicht so gut für einen Extended Bullet Bill. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass er mir gleich weggenommen wird, wenn irgendjemand... Oh, vielleicht hat der Impact ja eine Idee. Guck mal, der hat auch einen Kugelwilli. Vielleicht weiß der ja mehr. Wo sollen wir den Kugelwilli einsetzen? Hast du einen Plan, Impact? Er bewahrt ihn auf jeden Fall auch auf. Vielleicht weiß er ja mehr als ich. Er hat ihn jetzt eingesetzt. Ja. Nein, er wusste mehr als ich. Oh, er wusste, dass der Blitz kommt. Er wusste es. Scheiße. Jetzt, ja, es kommt natürlich auch ein zweiter Blitz. Mann. Ich habe so lange die Chase Bullet Bill gehalten, nur um dann zu sterben, oder was? Und wir werden Siebter? Siebter. Okay, über die Strecke reden wir mal nicht. Zweimal als Komet. Und ich flieg wie ein Komet. Nee, ich weiß leider nicht, wie das Lied geht, sorry. Oh, Musical Street. Oh, und der Leon ist weg. Oh, nö. Dann wird das jetzt bestimmt zu einfach. Und go. Die Musik ist so geil. Oh, die liebe ich. Das ist auch einer... Das, nee, ich glaube, ich sogar die einzige Strecke, von der ich alle Shortcuts auf dieser Map gemacht habe, ne? Muss ich auch mal für mehrere Maps machen. Ist eigentlich ganz gut angekommen und hat mir auch Spaß gemacht, das aufzunehmen. Aber irgendwie ist es bei dieser Map geblieben. Wir können ja mal den Shortcut ausprobieren, wenn ich hier gut sliden kann. Ja, so semi-gut. Kann man eigentlich mit einem Stern durch die... Ja. Cool. Und hier hinten gibt es natürlich auch noch den Shortcut, den komischerweise sehr, sehr wenig Leute nehmen, obwohl der wirklich sehr, sehr einfach zu nehmen ist. I don't know. So, diese komische 8, die mag ich gar nicht. Spammen wir einfach alles weg. Witzig, dass sich die beiden Shells einfach getroffen haben. Ja, wie war denn euer Silvester so, Leute? Habt ihr geknallt? Dieses Jahr findet leider bei mir in der Gegend nicht so viel statt. Also irgendwie bleiben alle zu Hause. Oder sie haben mich nicht eingeladen und haben gesagt, sie bleiben zu Hause und machen nicht groß was. Kann natürlich auch sein. Eigentlich wollten wir zu meiner Oma nach Krömitz, aber die hat uns dann irgendwie ausgeladen. Angeblich, weil sie nicht so Lust dazu hat und das ja so weit weg wäre und wir uns ja keine Umstände machen sollten. Aber vielleicht hat die auch einfach keinen Bock gehabt, weil die war schon an Weihnachten bei uns und vielleicht langt ihr das für dieses Jahr, dass sie uns nicht mehr aushält. So, okay, letzte Runde. Vierter Platz, dritter Platz. Oh, der erste wurde getroffen von dem Blauen. Wir sind Erster, wir müssen das nur noch halten. Und dann sind wir doch gut dabei. Ah? Wo sind die anderen? Ich check's nicht. Da, hi. Und der hat natürlich einen roten. Das heißt, es ist auch nicht gut, wenn ich vor ihn gehe. Oh nein. Und ich kann nicht driften, weil ich ein Vollidiot bin. Sweetie, lässt du mich bitte vor? Jetzt bin ich noch Dritter. Ich brauche gute Items. Oh, obwohl, wenn die Abkürzung nicht nehmen. Oh, wir können ihn seinen roten wegnehmen. Und wenn die jetzt noch die Abkürzung nicht nehmen, dann sieht das ultra gut aus. Guck mal, wie weit wir weg sind. Welche Strecke war das? Die fünfte? Nach 5 Strecken schon geschafft. Ich kann schon mal spoilern, die nächste Challenge, da muss ich mit einem Roller fahren. Und ich bin noch nie in Mario Kart 8 mit einem Roller gefahren. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schaltet doch bei diesem Mal wieder ein. Abonniert den Kanal, um das Video nicht zu verpassen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye.